Sul Sul und hallo liebe Crewmember zum Sims 4 Let's Play hier auf der Barker Crew. Ich bin eure Momo aka Rosa Pfirsich und ja, ich habe mir gedacht, warum denn nicht ein Crew Sims 4 Let's Play? Und um damit anzufangen, wie man halt so anfängt, erstellen wir jetzt unseren Haushalt. Der Haushalt wird alle Crewmember einschließlich Sakurion und dem guten Mihawk beinhalten. Und den Rest werden wir dann sehen, wie alles klappt. Ich würde gerne in das neue Gebiet, also in dieses Stadtlebengebiet. Und ich bin mal ganz gespannt, wie es klappt. Damit das Ganze nicht zu langweilig wird. Also wir haben auch Custom-Content installiert. Und damit das Ganze nicht zu langweilig wird, würde ich mal behaupten, gibt es jetzt eine kleine Schnellzusammenfassung von dem, was passieren wird. Also, bis gleich.
ist so leise. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wie ihr ja gerade im Schnelldurchlauf gesehen habt, habe ich unsere Sims erstellt. Da unten. Plopp. Und, naja, ich würde doch mal sagen, wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, auf alle Add-ons zuzugreifen, tun wir das natürlich auch und gehen in das neue Gebiet. San Mu, schieß mich tot. Chu, Baka, irgendwie sowas. Ich hätte gern genau dieses Grundstück. Und ich weiß, es gibt einen Cheat dafür. Ich fände das halt schon schön, wenn wir jetzt hier dieses Grundstück, was wir uns nicht leisten können, ziehen würden. Das alles so ein bisschen einzeln mit den drei Schlafzimmern, das passt, glaube ich, ganz gut. Das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin. Ich meine, hier wäre auch schick, aber es ist leider kein Wohngrundstück. Und da hinten sind wieder nur Apartments. Und ich glaube, die alle in ein Apartment zu quetschen, könnte ein bisschen kompliziert werden. Und deswegen gebe ich jetzt mal ganz ehrlich zu, dass ich cheate. Ja, okay, man kann es nicht richtig cheaten nennen. Da. Das ist nämlich ein Cheat, den ich kenne jedenfalls aus Sims 3. Ich denke mal, in Sims 4 wird es den auch geben. Es ist halt einfach im Prinzip ein Cheat, womit ich mir das Gebäude, wo ich einfach kostenlos in das Gebäude ziehen kann. Und deswegen nichts Böses, nur ein bisschen. Also minimal böse. Es tut mir leid. So. Plopp. Und schwupp, jetzt können wir uns dort leisten. Das ist aber auch das Einzige, was ich cheaten werde. Also wir werden hier in dieses Grundstück ziehen. Pop. Wir werden es nicht mobiliert kaufen. Zack. Und dann wird die Baka-Crew da jetzt einziehen. Und ich denke mal, wenn wir da so einziehen werden, schauen wir erstmal, was wir Hübsches aus diesem Häuslein machen können. Es ist, glaube ich, relativ klein. Es wird die Baka-Crew-WG werden. Ich pausiere mal. Toki und Chris sind gleich groß. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber ich hätte die liebe Toki ja nicht zum Teenager machen können. Ansonsten, diese Chaos. Guckt euch diese Chaos-Truppe an, das sind wir. Und ich weiß, ich kenne jemanden, der hat jetzt schon Angst vor dem, was da kommen wird. Wir haben ja jetzt noch die 28.000. Das heißt, am Anfang wird das wohl nicht sehr viel werden. Und ich bin dafür, ich kriege dieses Zimmer mit dieser niedlichen Tapete. Pardon. So, dann würde ich einfach mal sagen, 2 Etagen oder 3 2 Etagen? Aber schicke 2 Etagen. So, also. Plopp. Wir machen das jetzt hier total professionell. Kann man eigentlich auf diese Terrasse da oben drauf? Das fände ich voll cool. Aber von hier aus nicht. Da muss ich gleich mal gucken. Dann muss leider irgendeiner einen Zugang von seinem Zimmer aus dahin haben. Also. Plan Nummer 1. Wir verschieben erstmal. Ups. Wir gehen erstmal in den Baumodus. Danke, Baumodus. So, und schieben wir das dahin. Das dahin. Dass wir hier gleich so eine schöne Trennwand ziehen können durch die Mitte. Der Hingucker. Finde ich auch. Es ist ein sehr schönes Fenster. Und dann können wir das hier so auf Ecke machen. So. Dann haben wir hier eine Tür. Und da eine Tür. Und dann gucken, ob es den Hingucker auch als Fenstervariante gibt. Als Türvariante. Oder jedenfalls irgendwas, was einigermaßen ähnlich aussieht. Es tut mir nebenbei leid, dass ich noch so ein bisschen erkältet bin. Aber ich wollte nicht mehr warten mit aufnehmen. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich bin ein schlechter Mensch. Jetzt müsst ihr euch leider zwischendurch mal meinen Geräusperer antun. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Nee, die sind zu groß. Schade eigentlich. Die wird halt super gepasst. Dann nehmen wir doch einfach die hier.
Das ersetzt dann im Prinzip bei Stefan oder Sakurion oder Jan im Zimmer eine der Fenster. So. Dann brauche ich Wände. Wir ziehen hier jetzt einfach im Prinzip eine Wand ein. Zack. Dann haben Sie beiden zwei gleich große Fenster, Zimmer. Und weil wir halt momentan noch nicht so viel Geld haben, müssen wir erstmal hier noch mit dieser einfachen Tapete leben. Tapete, ja doch. Einfachen Wandverkleidung. Ich werde hier auch die Kindergartenwände wegmachen. Nee. Da, einfache Pastelltöne. Ich werde mir allerdings grün leisten. Es tut mir leid. Ich kann mit anderen Farben nicht leben. Im Flur können wir ein bisschen gelb hinmachen. Das Bad finde ich so sogar ganz cool. Das sieht hübsch aus. Da kann man sich ja gut was raus machen. Und hier unten. Oh, das war ein zu viel. Das da, das wird das Schlafzimmer von Tamara und Chris. Ich denke, da kann man hübsch was draus machen. Mit dem Boden bin ich noch nicht zufrieden, aber das kommt nach und nach. Und weil das hier alles jetzt total mega langweilig wird, naja, tun wir das, was wir immer tun. Es gibt jetzt einen Schnelldurchlauf und dann gibt es hinterher eine Führung durchs Haus mit allen. Also bis gleich. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu die Sims 4, die Bagger-Crew. Yay! Ja, wie ihr seht, wir haben das Ganze recht sporadisch eingerichtet gekriegt und haben noch 1274 über. Wir werden so sterben. Aber nun gut, gucken wir es uns trotzdem mal eben an. Liebe Toki, komm mal hier hin. Also. Hier haben wir das Schlafzimmer. Warte, ich schalte mal die Wände an. So. Also, wupp. So. Das Schlafzimmer Chris und Toki.
Es ist nicht ganz so eingerichtet, wie ich es gerne hätte, aber wir mussten halt geldtechnisch etwas improvisieren. Also Ehebett sollte klar sein. Ehebett sollte klar sein. Zwei kleine Nachtschränkchen, Teppich und so alles. Ja, halt so ganz standardmäßig. Daneben das große Bad mit Dusche und Badewanne. Dann ganz viel nichts, das einfach am Geldmangel, naja, daran liegt halt. Dann haben wir hier die hübsche Backer-Crew-Sitzecke, wo wir dann hier unser Mahl zu uns nehmen können. Das alles ist ja so ein bisschen abgewrackt, aber passt ganz gut, glaube ich. Die Backer-Crew-Aufnahme-Ecke mit einer Lampe, glaube ich, direkt oben drüber oder fast oben drüber. Da werden wir dann wohl, naja, alle nacheinander streamen, deswegen auch extra mit Vorhängen, nur an dieser einen Wand, an diesem einen Fenster. Hier wird es rausgehen in den Vorgarten, aber da steht nichts. Dann die gemütliche Sitzecke mit den flauschigen Sofakissen, die da so ein bisschen rumglitschen, und den Sitzwürfeln, die es wirklich gibt. Also nicht so, die sehen nicht genauso aus, aber es gibt solche Sitzwürfel. Daran ist das so eine kleine Hommage mit dem Fernseher und so einem niedlichen kleinen Sideboard und was zum Zocken. Dann oben haben wir die Zimmer. Das hätte ich noch wegmachen können. Na egal. Hier in Blau das von Stefan, da in Grau das von Jan. Stefan hat dann noch den hübschen Weg zur Außenterrasse, wo auch noch nichts steht, aber das kommt alles noch. Hier wird hinterher wahrscheinlich, denke ich mal, der Grill stehen, eine coole Sitzecke, vielleicht ein Whirlpool. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Jan halt, ja, hat ein paar Poster und Bilder an der Wand gekriegt. Ansonsten auch sehr sporadisch eingerichtetes Zimmer. Die kriegen jeweils beide noch eine Zockerecke, wenn das Geld da ist. Badezimmer Nummer 2 ist halt, ja, noch sporadischer eingerichtet als der Rest. Da ist mir dann schon so langsam das Geld ausgegangen. Und Schlafzimmer Nummer 4, das wäre dann mein Schlafzimmer. Es ist sehr grün, sehr altbacken gehalten, aber ich liebe diese. Guckt euch einfach diese hübsche Bettwäsche an. Und ja, der Rest wird da auch noch kommen. Ich habe mir dann ein Blümchenherz gemopst, weil ich dachte, ach ja, ist ja ganz hübsch. Die Bücherwand hat es bei Tamara und Chris ins Zimmer geschafft. Da bin ich ja gerade am Überlegen, ob ich die nochmal eben verschiebe, dass die Allgemeinheit drauf Zugriff hat. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, war es das von Episode Nummer 1. Es wird ganz viel Schneidarbeit. Das wird sicher ganz, ganz, ganz lustig. Und ich hoffe, es hat euch jetzt jedenfalls so weit Spaß gemacht, dass es Spaß gemacht hat, zuzugucken, wie ich hier baue. Ab bald werden wir dann die Abenteuer dieser unglaublich tollen Sim-Gruppe hier erleben, hier mit Tamara, also der Toki, dem Chris da, ich finde, er sieht ihm sogar ein bisschen ähnlich, dem Stefan, irgendwo steht der Jan rum, denn Jan habe ich nicht ganz so gut getroffen, aber irgendwann, und mir, ich finde, ich habe mich auch nicht getroffen, aber es ist ja egal. Und wir werden hier sicher ganz, ganz, ganz viel Spaß haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.